23.40 Uhr, es geht auf den Gipfel. Es wird eisig, emotional und nicht in Worte zu fassen. Um Mitternacht beginnt unser Aufstieg auf den Kilimandscharo. Die Stunde der Wahrheit hat geschlagen, jetzt geht es los. Zum Anfang wie immer ein Blick in die Karte. Die finale Etappe auf dem Gipfel ist angesagt. Wir haben die ersten Höhenmeter über den Schotter hinter uns und kommen immer mehr auf den schneebedeckten Berg. Morgen ist Silvester. Wie immer lasse ich bei meinen Wanderungen für euch meinen Trecker mitlaufen, um unsere Tour 1:1 wiederzugeben. Ja, wir haben jetzt 2:30. Wir sind jetzt um 12 Uhr gestartet und hier laufen wir jetzt auch schon im Eis. Bis jetzt geht's gut. Ich denke, wir sind auf 4900 Metern und haben jetzt an eine etwas langsamere Gruppe angedockt. Jetzt habe ich alles gut, den Handschuh habe ich noch. Das wäre jetzt schlecht um diese Zeit. Ja. Bisher geht es körperlich ganz gut. Anja, wie ist es bei dir? Alles gut? Anja ist schon im meditativen Schritt versunken und mir friert gleich der Schlauch von der Trinkblase ein. Aktuell haben wir minus 12 Grad. Da wir gut vorbereitet sind, haben wir noch andere Gefäße mit Wasser gefüllt und die Thermoskanne aus dem Camp dabei. Die Temperaturen werden noch weiter auf minus 16 Grad fallen und ich trage alles, was ich mit auf dem Berg habe. Der Weg geht völlig unspektakulär in kleinen Serpentinen über festen Schnee nach oben. Ab 5500 Höhenmetern zieht die Steigung nochmal an. So, ihr Lieben, den Stella Point haben wir hinter uns gelassen. Ihr seht, hinter mir geht die Sonne langsam auf. Wir haben 5:30. Wir haben jetzt also schon die 5750 geschafft. Es ist wirklich eiskalt. Anja spürt ihre Zehen nicht mehr. Oh, die ganzen Beine. Und das ist echt richtig brutal. Richtig, richtig brutal. Oh, wir sind so froh. 40 Minuten haben wir noch vor uns. Und dann müsste die Sonne draußen sein. Oh, dann sind wir happy. Mein Gott. Kill the Kilimanjaro. Leute, das ist so ein mächtiges Gefühl. Mir kommen die ganze Zeit schon die Tränen. Sowas geschafft zu haben, ist unglaublich. Einfach nur der Hammer. Da oben ist er.
Da kommt meine Superwoman. Oh, Schatzi. Ich bin so stolz auf dich. Das ist lieb, aber ich kann nicht mehr. Doch, die paar Meter schaffst du noch. Wie lange geht das noch? Das geht nicht mehr weit. Das kann nicht mehr weit gehen. Ich gehe aufs Finale zu. Ihr seht den Mount Meru und die letzten großen Gletscher hier auf dem Kilimanjaro. 10% sind nur noch übrig von dem, was man hier war vor 100 Jahren. Das ist natürlich erschreckend, aber natürlich trotzdem unglaublich beeindruckend. Dann haben wir es endlich geschafft und unser gemeinsamer Moment ist gekommen. Unter dem akuten Sauerstoffdefizit konnte Anja nur Ja sagen. Und die Sonne küsst uns vor Glück. Wir beginnen den Abstieg und der Kilimanjaro präsentiert sich in seiner vollen Schönheit. In den Zwischencamps wird die erfolgreiche Besteigung schon gefeiert. Ab dem Stellar Point teilt sich der Rückweg. Es geht weiter östlich in die Abstiegsroute, die anfangs steil und verblockt und dann später in lose Asche übergeht. Das ist echt angenehm, denn unsere Schritte werden nach unten weich abgebremst. Also der Weg hier wieder nach unten ist nicht minder anstrengend. Es geht unglaublich steil. Anja hat den Joker, die hat ihre Stöcke dabei. Ich glaube,
Beim nächsten Mal würde ich mir auch welche ausleihen. Ich bin eigentlich kein Freund von Stöcken, aber in dem Fall ist das, glaube ich, eine große Hilfe. Ja, wie ihr seht, wir haben es geschafft. Wir sind hochbegeistert, auch wieder zurück im Lager zu sein. Jetzt legen wir uns eine Stunde hin und ruhen uns aus. Und dann geht's zum Millennium Camp. Und da übernachten wir dann. Einfach Wahnsinn. Heute Nacht um 12 Uhr losgelaufen und jetzt um 9 Uhr wieder hier im Camp angekommen. Nach 2 Stunden Pause und einem leckeren Essen geht es nochmal weitere 11 Kilometer nach unten ins Millennium Camp. Das, was ihr hier seht, ist ein Rescue-Taxi. Also, wenn mal gar nichts mehr geht, geht's hiermit downhill ab nach unten. Viel Spaß dabei. Das war unsere Gipfelbesteigung. Morgen wird nochmal gesungen, getanzt und es geht die verbleibenden 13,5 Kilometer wieder zurück ans Makewell Gate.